So sollen sie sein. Makellos und frisch, als wären sie gerade erst geerntet worden. Doch Kartoffeln haben einen natürlichen Keimtrieb. Wenn das Frühjahr kommt, treiben sie aus und werden schlaff. Wir Verbraucher lassen sie dann liegen und auch die Industrie, die Chips, Pommes oder Knödel herstellt, will sie so nicht verarbeiten. Ein Problem für Landwirt Johannes Müller. Auf 100 Hektar baut er Kartoffeln an. Von der letzten Ernte lagern noch rund 6000 Tonnen in seinen Hallen. Speisekartoffeln und sogenannte Verarbeitungsware für Fabriken in der Umgebung. So, in unserem Kartoffellager haben wir aktuell Pommeskartoffel bei 7 Grad gelagert. Und damit die Kartoffel auch weiterhin ruhig bleibt, müssen wir eine Keimhemmung durchführen mit bestimmten Mitteln. Wir wollen die möglichst lange lagern, damit wir einfach ein Geld verdienen können für die Wirtschaftlichkeit. Umso länger wir sie lagern können, können wir im Schnitt der Jahre ein Geld verdienen. Denn im Frühjahr steigt der Preis. Das grüne Licht und kühle Temperaturen reichen aber nicht aus, um den Keimtrieb der Knollen dauerhaft zu unterdrücken. Hilfe kommt von der Agrochemie. Bisher wurde in den Hallen nach dem Einlagern das Keimhemmungsmittel Chlorprofam versprüht. Doch weil die Chemikalie möglicherweise krebserzeugend ist, darf sie seit Januar nicht mehr verkauft und ab Oktober nicht mehr verwendet werden. Doch es gibt Alternativen. Johannes Müller wollte seine neue Kartoffellagerhalle erst gar nicht mehr mit dem umstrittenen Chlorprofam belasten und setzt hier schon seit letztem Jahr einen neuen Hemmstoff ein, der als natürlich und ungiftig gilt. Das ist ein Wirkstoff aus der Knolle, ein natürlicher Wirkstoff, der den Wiederaustrieb verhindert oder minimiert. Chemisch betrachtet ist das Mittel verwandt mit Mottenkugeln von früher. In einem speziellen Verdampfer mit Motor wird der Keimhemmer zunächst erhitzt und dann als feiner Nebel mehrmals, je nach Bedarf, ins Kartoffellager geblasen. Die Lüftung verteilt den Nebel im Stoß und es muss alles 100% dicht sein. Und es dauert 48 Stunden, bis man wieder in das Lager gehen darf, beziehungsweise bis wir Frischluft in dem Lager fahren dürfen. Die Kosten sind sehr hoch mit diesem Präparat. Das heißt, wir sprechen hier beim Liter von 170 Euro. Das alte Mittel, wo keine Neuzulassung mehr hat, hat irgendwo 40 Euro gekostet. Und da muss man jetzt mit den Abnehmern sprechen, damit man sich die hohen Kosten teilt. Nur 18 Milliliter braucht man pro Tonne. Doch bei 6000 Tonnen Kartoffeln sind das über 20.000 Euro. Geht es wirklich nicht anders? An der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft züchtet man Kartoffeln. Hunderte von Sorten stehen unter Beobachtung. Trotz gleicher Lagerbedingungen und Temperaturen sieht man jetzt am Ende des Winters sehr deutliche Unterschiede. Zum jetzigen Zeitpunkt differenzieren die Sorten schon sehr schön hinsichtlich ihrer Keimfreude bzw. Keimruhe. Und es gibt eben Sorten, die schon sehr stark keimen und andere, die quasi keine Keime aufweisen. Keimruhe ist nur trotzdem auch relativ. Eine Keimung tritt früher oder später immer ein, weil der natürliche Prozess fortwährend läuft. Bei kühlen Temperaturen langsamer, bei höheren Temperaturen eben schneller. Also möglichst kühl lagern, aber nicht zu kühl. Denn bei unter 4 Grad wandelt sich die Stärke in Zucker um. Süße Kartoffeln will aber keiner. Für die Landwirte gibt es also zwei Alternativen: Keimhemmer versprühen oder die richtigen Sorten einlagern. Auf die chemische Keimhemmung kann bei einigen Sorten weitgehend verzichtet werden. Sie sind aufgrund ihrer sehr ausgeprägten Keimruhe sehr lang lagerfähig. Zum Beispiel die Sorte Belana, die Sorte Soraya, Queen Anne, Vega. Jeder Züchter hat mittlerweile Sorten, die eben diese Bedingungen erfüllen. Bisher mussten Kartoffeln, die nach der Ernte chemisch behandelt wurden, gekennzeichnet werden. Bei den neuen, gesundheitlich unbedenklichen Keimhämmern muss das nicht mehr sein. Ein Problem aber hat Johannes Müller noch, sein altes Kartoffellager. In dem er viele Jahre Chlorprofam verwendet hat, muss rückstandsfrei gereinigt werden.
Wir dingen da jetzt in einem aufwendigen Verfahren die ganze Halle mit Heißwassergeräten alles rauswaschen. Damit minimiert man den Wirkstoff, der wo im Lager ist, beziehungsweise man bekommt ihn raus. Das steht aber erst im Mai, Juni auf dem Plan. Bis dahin will er die Kartoffeln verkauft haben. Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.